Mit zahlreichen Konzerten beginnt am Freitag die Kieler Woche. Der Soundcheck. Ob Rock oder Pop, heute werden fast alle Wünsche erfüllt. Bis Mitternacht locken auf der NDR-Bühne Alive and Kicking. Nicht weit entfernt, am Ende der Hörn, Tausende beim Highlight des Tages, den Söhnen Mannheims mit Xavier Naidoo. Mit weichen Stimmen verzaubern die Jungs die Mädchenherzen. Die ganze Stadt wird zur Bühne. Auch der Rathausplatz hat viel zu bieten. Bis tief in die Nacht rockt die Pfefferminz-Band. Und das ist erst der Anfang. Mehr als 300 Konzerte und Dutzende internationale Stars sorgen noch die ganze Woche für Stimmung.